Wir sind hier am Open Air Etzigen mit der Dana zu der Jubiläumsausgabe 30 Jahre Open Air Etzigen. Hallo Dana, schön bist du hier. Danke für mal. Hey, und du hast ja einen mega strengen Festivalsommer, oder? Du spielst im Moment Konzert an Konzert. Wie geht es dir so? Fantastisch. Ja, es fühlt sich nicht streng an. Es fühlt sich an nach sehr vielen Träumen, die wahr werden. So ein Sommer voll Festivals habe ich mir wirklich schon immer gewünscht. Von dem her. Wunderbar ist es. Jetzt ist es ja auch mega streng, aber Festivals sind ja auch immer etwas Spezielles, oder? Kannst du mir ein bisschen erzählen, wie das für dich so ist, so ein Festival zu spielen? Ja, es ist einfach mega aufregend. Einerseits, man sieht so ganz viele verschiedene Orte von der Schweiz jetzt spezifisch und andererseits, zu den meisten Festivals hat man ja irgendeine Verbindung. Also letztes Wochenende durfte ich zum Beispiel als Gastauftritt beim Tabu auf dem Gurten spielen oder jetzt hier im Etzigen, wenn ich komme von Biel. Wir haben früher am Kofmel Band Contest gespielt um einen Slot am Etzigen und ich glaube, wenn ich meinem jüngeren Ehe könnte sagen, hey, dann spielst du einfach da so casually auf deiner Tour, dann hat sie recht Freude. In dem Fall ist der Auftritt heute, also bedeutet er mega viel. Ich freue mich auf jeden Fall mega, ja. Du hast ja auch noch einen Überraschungsauftritt, auch heute bei Tabu. Wie ist das amigs für dich? Nervosität, ist das noch etwas höher, wenn du noch bei einem anderen dabei bist oder bei deinem Auftritt? Heute ist es vor allem das Ding von, es ist zeitlich genau aneinander angrenzend. Also ich spiele bis um 5 Uhr und der Tabu fährt um 5 Uhr an und ich muss dann rüberrennen. Und von dem her ist es einfach so ein bisschen, es wird vor allem so der Change und die Technik, die anders ist und so. Und so ein bisschen eine andere Mentalität, auch plötzlich Schweizerdeutsch singen und so. Das ist schon ein bisschen neu. Bei meinem Ding ist schon eher so meine Band. Es ist immer die gleiche Band, meine Songs und so. Aber eben auf dem Güsche hast du schon mal geübt jetzt, den Auftritt mit Tabu, wie es durch war? Hey, es hat mega gefällt, mega schön. Und ich glaube, da macht es das sicher auch. Ja. Jetzt eben, du hast ein mega streng Festival an Festival, du gehst aber auch immer wieder ein bisschen abschalten, oder? Zum Beispiel Tessin habe ich gesehen, bei dir auf Insta ist glaube so ein Spot für dich, der auch viel bedeutet. Mega, ja. Also ich hatte letzten Sommer meinen ersten Festivalsommer und gemerkt, es ist auch schön, aber erholsam ist es nicht. Und ich muss irgendwann dazwischen noch schnell ein bisschen durchschnaufen, vor allem, weil im Herbst mein Album kommt. Nochmal eine Tour im Herbst durch Clubs vor Schweiz. Darum habe ich so gewusst, ich muss dazwischen mir so die Inseln nehmen. Und das tut mega gut. Was machst du denn so, um eben dann runterzukommen? Hey, ich bin auch gerne einfach an schönen Orten, wo man nicht viel muss, wo man irgendwie so ein bisschen am Wasser kann sein, ein bisschen in der Natur, ein bisschen lesen, ein bisschen fein essen mit lieben Leuten. Mehr braucht es nicht. Das klingt sehr gut. Jetzt für heute, was machst du am liebsten vor dem Auftritt? Eben jetzt bist du heute am Etzigen allein mit deiner Band. Hast du irgendein Ritual mit ihnen zusammen oder so? Also ich für mich habe zuerst so ein bisschen Stimmsachen, Körpersachen. Als Sängerin muss man immer zuerst so ein bisschen bei sich schauen, dass die Stimme schwingt und alles irgendwie mitmacht. Dann gehe ich für mich die Setlist durch und denke mir wirklich so bei jedem Song einmal, hey, was habe ich sagen mit diesem Song? Was ist das Gefühl, für das ich das wirklich... Meine ganze Musik baut darauf auf, dass ich Sachen ausdrücken und irgendwie Emotionen bei den Leuten wecken. Und das will ich mir auch aktiv immer wieder überlegen, dass die Songs immer wie etwas Besonderes bleiben für mich. Und dann habe ich schon mit meiner Band so ein Ritual, wo wir wie so ein Käschen machen und zusammen singen und einfach zusammen Freude haben. Gibt es irgendeinen Song oder irgendeinen Moment vor dem Konzert, wo du dich schon darauf freust, dass der wird kommen? Ich glaube, mein Lieblingsmoment, es gibt zwei. Mein Endlieblingsmoment ist, wenn wir einen neuen Song spielen, wo wir seit der ersten Saison im Set ist, wo die Leute noch nicht kennen, wo immer so ein bisschen ist, wie wird's? Und wir haben ihn noch nicht ganz so in Muscle Memory, aber das ist etwas mega Besonderes und die Leute hören oft zum ersten Mal und ihre Reaktion sehen. Und das andere ist so der allerletzte Song spielen und einfach nochmal alles geben und so wissen, wir haben es geschafft. Und nachher geht es aber eben für dich gerade noch weiter bei Tabu. Du bist dort dabei. Gibt es noch ein Konzert, das du heute noch wirst hören, wo du dich auch noch so drauf freust? Hey, ich bin ehrlich gesagt einfach immer gerne so lange wie möglich da und schaue noch alle möglichen Konzerte. Also ich finde es eh mega spannend, wenn man schon mal da ist. Und eben, ich meine, meine Band besteht aus meinen Freunden und Freundinnen und dann einfach noch ein bisschen hier eine gute Zeit haben, das unbedingt. Ich habe noch gelesen, du setzt dich ja auch dafür ein, dass mehr Frauen an Festivals spielen, oder? Genau. Warum hast du das Gefühl, ist das noch nicht so? Oder warum muss es eben mehr sein? Es gibt ganz viele Gründe, wieso es noch nicht so ist. Jemand, den ich immer darauf verweise, weil wir jetzt hier eine halbe Stunde Zeit haben, um über das zu reden, ist Helvetia Rockt, was sich dort dafür stark macht und wieso auf allen Ebenen ansetzt. Also sei es schon ihre Kindheit, Förderung von Finta-Personen, wo Instrumente irgendwie kennenlernen können, die Bandworkshops haben, die Productionworkshops haben und so weiter und später sich auch stark machen für die Frauen in der Musikindustrie und eben für so Quoten oder wie auch immer man das angehen will. Und ich probiere einerseits einfach immer wieder auf sie hinzuweisen, weil sie machen wirklich einen fantastischen Job. Und andererseits so, mein eigener Vorschlag ist,
eine Quotenbelohnung. Und zwar nicht eine Quote, die sich die Festivals müssen daran halten müssen, also ihr müsst so und so viele Frauen buchen, sonst habt ihr ein Problem, sondern einfach, dass quasi die geldgebenden Instanzen, also sei das Kulturförderung oder Brands oder wer auch immer die Festivals möglich macht, auch wie gesagt, wir geben im Fall euch mehr, wenn ihr auf das achtet und wie die Quote erfüllt. Dann hat die Festivals ein bisschen mehr Anreiz. Oder was man auch machen ist, dass die Bands sagen, hey, wir können einfach nur spielen, wenn es die Quote gibt. Es gibt sicher noch Bands, die dann auch kommen, wenn nicht, aber andere kommen dann halt nicht. Schau, mehr Danas an Festivals, oder? Eben so. Hey, jetzt ist gerade Sommerferienzeit. Wie sehen so deine Sommerferien aus, wenn du nicht gerade auf Tour bist, wenn du nicht so unterwegs bist? Wo bist du gern? Ja, oft eben, weil es wie jedes Wochenende sind Festivals. Das heisst ja dazwischen eh nur so 4-5 Tage Zeit, um irgendwo herzugehen. Darum ich bleibe ich eigentlich quasi immer in der Schweiz oder wenn dann so ein bisschen Nachbarländer. Aber ich finde die Schweiz ist auch mega, mega schön zum Ferien machen. Und mir ja, es ist nicht Zeit, um einfach den ganzen Tag in die Bade gehen und ein bisschen hängen und Freunde besuchen. Von dem her mega so, einfach so ein bisschen einen Tag hineinleben. Okay, dann trifft man dich so in der Bade oder so an zum Beispiel. Ja, wirklich Gewässer sind bei mir schon hoch im Kurs. Irgendwie macht das etwas mit meinem Nervensystem, wo ich so bin, ah ja, schau. Perfekt. Hey, Dana, merci vielmals. Dann auch eine gute Tour. Du bist ja auch hier noch unterwegs. Wir sehen dich ja wieder mal, oder? Zum Beispiel Mühlehundsicken. Genau, Mühlehundsicken würde ich sagen, ist so das nächste von hier, das wir spielen. Das ist die Plattentaufe, wo wir mit meinem neuen Album, das rauskommt, im September. Und die Plattentaufe ist dann am 30. Oktober in Mühlehundsicken. Mega cool. Merci vielmals und ganz ein gutes Etzigen dir. Danke. Schönen Abend. Und natürlich auch euch an dieser Jubiläumsausgabe hier vom Etzigen. Jetzt geht mit Dana hier im Interview.